Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur vierten Sendung hier bei Obscuritas Aeterna. Thema soll heute sein Platten, die 21 erschienen sind. Ich weiß, es ist schon ein bisschen her, aber ich denke, es gibt so einige Platten, die noch nicht so in einschlägigen YouTube-Kanälen, sprich Metal-Kanälen gelaufen sind, die es aber doch verdient haben, erwähnt zu werden. Beziehungsweise auch Platten, die mir unglaublich gefallen haben im Jahre 21. Das soll keine Liste werden, sondern einfach nur eine Auflistung von Platten, die einfach nur unglaublich stark waren, die so ein bisschen, ja, so kleine vergessene Perle halt sind im Jahr 21, wie auch immer. Ja, aber nichtsdestotrotz starten wir das Video natürlich mit einem Bierchen und das ist heute aus Polen. Ich habe es noch nicht gekostet, und zwar ist es ein Perla. Mal schauen, wie das mundet. Und mir gefasst alles aus Polen. Und das mundet sogar richtig gut. Alter! Zieht euch rein. Perla. Beim letzten Breslau Urlaub gekauft. Ganz großartig. Aber ich drücke ab. Wir kommen zur ersten Band. Und zwar Anfang 21 erschienen, ich glaube es war im März. Und zwar ist es die Platte von Bhleg mit Ödin. Ich gebe zu, das Cover reizt jetzt nicht unbedingt zum Kauf. Bekommt jetzt auch keinen Innovationspreis, beziehungsweise ist jetzt nicht besonders schön. Aber was es wieder schön macht, ist die Musik. Und zwar, Bhleg kommt wie gesagt aus Schweden. Und das ist halt eigentlich ein norwegischer Black Metal. Schweden, die norwegischen Black Metal spielen. Ohne viel Schnickschnack. Aber dafür umso effektiver. Wenn ich jetzt Bands heranziehen wollte, müsste, dürfte, dann ist es schon so eher die Borsomeske Geschichte, sehr minimalistisch, norwegisch, aber so die Highlights, die reißen es halt raus. Da hast du mal hier so einen Chor, der da aus der Ecke rauskommt, hier da eine schöne Melodie, das Ganze ist unglaublich gut, ja, ich will nicht sagen verpackt, aber es passt einfach, man lässt sich immer schwierig erklären. Ist mittlerweile auch jetzt schon das vierte Album, das fünfte Album kommt glaube ich jetzt demnächst, ich bin gespannt. Das Ganze kam raus über Nordvis Production. 2014 kam glaube ich das erste Album, ja genau, Traumrast hieß das Ding, und dann kam 2018 mein persönliches Lieblingsalbum Solar Bregin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Bhleg mit Ödin. Black Metal ohne Schnickschnack, norwegischer Prägung. Reinhören. Ziemlich geiles Ganze. So, dann kommen wir zu mittlerweile einem meiner Lieblingslabels, die Platten rausbringen. Gleich mal vorweg, ich bekomme keine Kohle dafür. Ich mache das einfach nur, weil ich ein verdammter Nerd bin und ich es verdammt nochmal liebe, Platten zu kaufen, und mich freue über solche Erscheinungen wie von Van Records, die dieses Schmuckstück rausgebracht haben. Und zwar Zaratus mit In the Days of Horror. Zaratus ist eine griechische Band. Ich glaube, die beiden Protagonisten, ich habe mich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt. Guckt euch das mal an. Wie schön das aussieht. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Ich bin immer noch dabei, so richtig kameratechnisch das irgendwie zu versuchen, in irgendeiner Art und Weise klar zu machen. Ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Euch für den Faden. Wunderschönes Cover. Da stimmt einfach wieder mal alles. Griechischer Black Metal. typischer griechischer Black Metal. Also man hat diese Trademarks, teilweise diese Staccato-Sounds, dann wieder diese epischen Melodien. Du hast dann teilweise auch folkloristische Elemente. Du hast zum Beispiel ein Saxophon drin, wie bei dem Song, jetzt muss ich kurz schauen, Chaos and Blood. Anspieltipp ist für mich diesem Album, also ich finde das Album komplett einfach nur hörbar. Und zwar, genau, The Heritage of Fire. Was für ein Song. Ich kann diese Platte wirklich nur jedem empfehlen. Jedem empfehlen. Kommt daher in so einem ja, amberfarbenen Marble-Vinyl, wie man das auch immer nennen mag. Ich versuche es ein bisschen zu entspiegeln. Ich glaube, ich muss hier ein paar Lichtinstallationen noch ein bisschen abmelden, aber egal. Zaratus, In the Days of Horror. Eine wundervolle Platte, rauskommen, wie gesagt, bei Van Records. Van Records. Zwei Griechen. Guck ich mal das Cover an. Dieses Cover so schön. Waren halt noch so ein Gespür für Bands. Also für Bands, die auch, naja, abseits so diesen ganzen so ein bisschen sprechen. Naja, egal. Ich laber mich fest. Kommen wir zur nächsten Band, und zwar gehen wir in die, ich hoffe, ich verquatsche mich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, kommen sie aus der Ukraine, kommen sie aus Russland, ich weiß nicht, bei mir ist es wenig bekannt über diese Band. Ich bin voriges Jahr darüber gestoßen, indem ich bei Grizzly Buds, das ist so ein Online-Portal, die bewerten auch mal Platten, machen da Reviews, bla bla bla. Und ich habe mich von dem Cover leiten lassen, war Black Metal und ein bisschen was geschrieben dazu. Und zwar reden wir von Koldovtsvo mit ihrer Platte Nizaria. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Jetzt muss ich gucken. Nizaria, Niborga, was so viel heißt wie kein König, kein Gott. Es ist Black Metal. Es ist Black Metal der hypnotischen Art und Weise. Kein Staccato Black Metal, kein Krach Black Metal, nee, das ist schön hypnotisch. Du verlierst dich in dieser Platte. Am Anfang war ich ein bisschen mit dem Sound ein bisschen konträr. Das dachte mir so, ja, doch ein bisschen schön verwascht, aber nee, wenn das Ganze mal komplett zur Entfaltung kommt, fühlst du diese Platte, und diese Platte ist einfach nur unglaublich stark. Zur Band gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber nicht viel rausbekommen. Die Platte erscheint über Babylon Doom Cult Records. Diese Edition war, ich glaube, die zweite. Ich glaube, eine dritte ist mittlerweile am Start. Ich weiß es aber nicht 100%. Ich hab jetzt auch lange nicht mehr reingeschaut. Aber wie gesagt, das ist ja unglaublich hypnotisch. Du hast Chöre, du hast verspulte Passagen. Ja, schwierig, das alles in Worten wiederzugeben, was Musik einmal mal so bringt. Cover übrigens, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, wurde von Konstantin Flavitsky gezeichnet. Aber ich glaube auch nur ein Ausschnitt davon, oder ein Ausschnitt dessen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Kopf weggemacht wurde, aber er wird schon seinen Grund gehabt haben. Diese Frau, die auf dem Bett steht und ja, das Wasser bis zur Bettkante steht. Man sieht hier die Ratte, die hier dann vorm Wasser steht. Keine Ahnung, was der Künstler damit sagen will, aber ich kann euch nur ans Herz legen, hört euch diese Platte an. Unglaublich stark. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, die Lippen werden wieder trocken. Deswegen noch ein guter Schluck vom Perla. So, kommen wir zur nächsten Band, und zwar Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Emotionale Ödnis von Tardigrada hat mich 2015, ich blende das nochmal kurz ein, dann später, wenn die ganze Geschichte zusammengeschnitten wird, völlig weggepustet. Das war eines der besten Alben, die für mich jemals rausgekommen sind. Ich bin nicht Black Metal Fan der ersten Stunde, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe die ganze Anfangs 90er Jahre verpasst. Ich bin erst später durch einen sehr guten Freund, Grüße gehen raus an Chris von Wander, kennengelernt. Aber ich schweife schon ab. Tardigrada mit ihrem aktuellen Werk Vom Bruch bis zur Freiheit. Tardigrada kommen aus der Schweiz, erscheinen über Eisenwald und spielen atmosphärischen Black Metal. Also Motte. Oh, ey. Ich stehe mal kurz auf, um das mal so ein bisschen das In-Cover zu zeigen. Ich zoome mal kurz zurück. So. Ist das nicht schön? Also allein das Frontcover, wie dieser Damm bricht, der gemeine Dammbruch. Und ja, musikalisch ist das atmosphärischer Black Metal, Altersschule, unglaublich emotional. Das, ich meine, guckt euch nur das Cover an. Ich glaube, wenn man das Cover sieht, dann weiß man eigentlich schon, was einem erwartet. Das ist, ja, so, man sagt immer so abfällig Wald- und Wiesen-Black Metal, aber ich finde, es bedarf manchmal gar nicht viel, um gewisse Emotionen auszulösen. Und das löst dieses Album einfach bei mir aus. Das ist so stark, so groß, so episch. Boah. Kauft euch dieses Album. Gibt es bei Eisenwald noch. Ist nicht ausverkauft, genau wie das erste Album. Das Demo wird jetzt nochmal neu aufgelegt. Ich habe es mir zwischenzeitlich als CD gekauft, kommt jetzt aber dieses Jahr, glaube ich, nochmal als LP raus. Tardigrada, Leute. Wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. So. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Schwierig im Sinne von, naja, wir haben ja ein Projekt. Ich mag die auch schon seit sehr langer Zeit. Und der Typ, der dahinter steht, ist ein Ungarer namens Tamás Kátai. Einzig und alleiner Musiker. Der Band holt sich immer mal Gastmusiker rein, die dann noch diverse Sachen einspielen, holt sich Gastsänger rein etc. pp. Und ist mit dem neuen Werk jetzt bei Seasons of Mist gelandet. War davor auf diversen anderen Labels, kann ich jetzt gar nicht mehr wiedergeben. Weiß nicht, so die erste LP, die ich habe. Ansonsten habe ich das, die ganzen Werke bis dato auf CD, aber auch nicht alle. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden hier von Thy Catafalque mit Wadak. Wie kann man dieses Album beschreiben? Wie kann man überhaupt Thy Catafalque beschreiben? Thy Catafalque spielen einen obskuren Mix aus allem. Das ist Folk, das ist Black Metal, das sind auch sehr moderne Soundstrukturen. Dann hast du aber auch wieder ungarische Instrumente drin, die, wie gesagt, sehr in die folkloristische Richtung abdriften. Du hast technoide Ansätze drin, Ambient-Sachen drin. Das ist so ein bunter Mix. Ich habe mich mit Freunden unterhalten, die meinten so, oh nee, das ist mir zu überfrachtet. Ich finde dieses Projekt, beziehungsweise diese Band und auch im Speziellen dieses Album unglaublich stark. Platten hole ich nicht raus, weil es schwarzes Vinyl ist mir auch einmal runtergefallen, deswegen dieser hässliche Knick hier. Ich ärgere mich zu Tode, weil ich glaube, das Ding ist mittlerweile ausverkauft. Ich weiß nicht. Es blendet wieder, aber vielleicht kann man das hier sehen, dass die Sonne das hier so ein bisschen den Berg beleuchtet. Das geht gut aus. Wunderschön. Also, schwer zu beschreiben, kauft euch dieses Ding. Ja, auf so ein bisschen avantgardistische, folkloristische, mit Space, Ambient, Trash, nein, Trash weniger, Black Metal, ambitionistische, vorschwurbelte Musik steht, der sollte sich Thy Catafalque reinziehen. Aus Ungarn. Oh Mann, schwierig zu beschreiben, so eine Kiste. Muss man einfach hören. Muss man wirklich hören. Anders geht's gar nicht. So, dann gehen wir nach Finnland. Ist auch wieder ein Projekt. Black Metal. Der Typ ist auch unglaublich umtriebig, der dieses Projekt, was ich jetzt gleich beschreiben werde. Ich bin ja auch ein Freund vom Gorminister. Vom Gorminister. So, und der trinkt auch immer noch dieses Kronen. Ich denke, man sollte auch musikalisch immer mal, das macht er ja, was erzähle ich denn schon wieder? Man sollte auch biertechnisch seinen Horizont immer wieder erweitern. Deswegen, Gorminister, wenn du das hier mal siehst, ich weiß, der hat meinen Kanal abonniert. Das mal so als Werbung in eigener Sache. Ja, ich schweife trotzdem schon ab, weil eine gute Perla, guckt es euch an, lecker Bier. Fahrt nach Polen, kauft Bier, kauft Bigosch, kauft polnischen Black Metal. Irgendwie ist in Polen alles schön. So, und zwar Finnland. Jetzt wird es kompliziert. Olio Tähtien Takana mit Spectral Katharsis. Der Typ, der das macht, ist kein Unbekannter. Und zwar ist es dieser VV Chaos, der schon in so illustren Projekten wie Wargraf, Kaiman Kanta, ja, jetzt muss ich wieder ablesen, Duodan Forest, Maras mitgespielt hat, beziehungsweise dort federführend war. Hat hier Ende 2021 über Avantgarde Records ein Album aufgenommen mit einem Sänger. Also er singt hier diesmal nicht selber, normalerweise singt er mal selber. Ich hoffe, man kann das sehen. Wenn ich wüsste, es nicht nachjustieren. Egal. Wir haben hier, wie ähnlich bei Wargraf, symphonischen Black Metal, finnischer Schule. Auch hier dieses Purple Venue, so mit diesen schwarzen Einsprenglern. Sehr, sehr schön. Das ist einfach auch wieder eine Reise. Das ist also wer mit genannten Projekten wie Wargraf was anfangen kann, oder ich sage jetzt einfach mal In the Nightside Eclipse von Emperor, was so dieses symphonisch, dieses Keyboard-lastige anbelangt, der wird mit dieser Scheibe auf jeden Fall sehr, sehr warm werden. Könnte ich nur jedem ins Herz legen. Auch so ein, das ist auch so ein Jewel. Jewel. Jetzt fange ich auch schon an, Englisch zu quatschen. So Englisch. Ist doch gar nicht meine Absicht. Gut, kommen wir zur vorletzten Platte. Ich bin irgendwann voriges Jahr war bei New Era auf der Seite und da war eine Band namens Gärgäntuäh aus, muss ich wieder gucken, Norwegen. Und da reingehört, dachte ich so, wow, geile Scheibe. Aber halt nur als CD. Ich denke, okay, wartste. Und dann war ich so ungeduldig, dachte mir, ach nee, bevor es weg ist, holst du die CD. So. Wieder rein in den Shop. CD ausverkauft. Scheiße. Bei Discogs reingeguckt, da stand die schon zu unmöglichen Preisen drin. Ich dachte, okay, komm, gibst du auf. Dann aber irgendwann ploppt das wieder auf und New Era brachte eine Vinyl-Edition raus. Und ich habe mich gefreut wie Schneekönig. Und zwar Gärgäntuäh mit Urmystik. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Hier, zwei Protagonisten dieser Geschichte. Norwegen Black Metal, auch wieder ohne Schnickschnack, aber geil. Aber richtig schön. Das geht unglaublich unter die Haut. Die Typen wissen einfach, wie man Black Metal zelebriert, wie man jemanden hinter dem sprichwörtlichen Ofen vorlockt. Und ja, das ist einfach, man kann da nicht viel dazu sagen. Auf die Fresse Black Metal, geile Riffs, unglaublich prägnant, Chöre drin, aber alles auch nicht so überproduziert. Ja, was hört euch an? Nummer 2, Lick, übelst geiler Song. Wo haben wir denn? Nordvis, die Nummer 3. Auch unglaublich stark. Das ist auch so ein Ding. Sowas kommt unerwartet. Sowas hast du nicht auf dem Schirm. Ja? Zum Beispiel jetzt die neue Dark Funeral, da wartest du drauf. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich muss dir in der nächsten Sendung vorstellen, ich finde die neue Dark Funeral unglaublich stark. Ja, ich weiß, es kommt jetzt. Mittlerweile ist ja alles, naja, egal. Reden wir nicht drüber. Das ist schon wieder Politik. So! Jetzt noch ein kurzer Abriss über eine CD, und zwar polnische Band Rivers Like Veins. Splendid. Ich hole das Ding mal raus. Aus Polen. Böse Zungen würden behaupten, das klingt wie Harakiri for the Sky. Ich behaupte, das ist einfach nur unglaublich schöne Musik. Ein bisschen Space Black Metal, ein bisschen. Ja, sehr, sehr emotional das Ganze, Keyboard-lastig, unglaublich gut gemacht, schwer zu beschreiben mal wieder, aber auch eine Scheibe, die mich 2021 völlig weggepustet hat. Das vorige Album, ich blende es dann nochmal ein, ist auch unglaublich stark, aber The Hidden Portals ist eines meiner Lieblingsalben von 2021. Hört euch nur mal den Song The Wanderer of the Edge of Dreams an. Du drehst du durch. Das ist einfach nur schön. Oder ja, auch The Deliverance of Brahman. Oder eigentlich kannst du die ganze Platte nehmen. Das ist einfach nur unglaublich schöne Musik. So. Eine Platte haben wir noch. Und die Platte hat es in sich. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber ich denke, oder ich weiß einfach, dass es da auch viele Leute gibt, die diese Band unglaublich stark finden. Und eigentlich muss man diese Band eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen. Also eigentlich sollte, oder dieses Projekt. Ich halte es kurz. Midnight Odyssey. The Golden Orb. Erschienen war Airball-Tänger. Und was soll ich sagen? Wer schon irgendwann mal was von dieser Band gehört hat, also A, ist das hier mal wieder eine unglaublich schöne Vinyl. Das ist schwierig, das auseinander, weil es eine Dreifach-Vinyl. Ich halte euch erstmal die Farbe hoch. Das ist so ein Splatter-Vinyl. Für Leute, die mit epischem Black Metal was anfangen können, die mit Summoning was anfangen können, die auch keine Scheuklappen haben, die, ja, das klingt auch manchmal ein bisschen sehr einstudiert oder nicht einstudiert, aber sehr, ja, also eine richtige Band würde sagen, oh, ja, da fehlt mir der Groove, da fehlt mir dies, das, da fehlt. Nee, Mann. Na, Mann. Das Ding. Midnight Odyssey, The Golden Orb, epic in seiner besten Form. Wie gesagt, für Freunde von Summoning ohne dass es ein Summoning Worship ist oder eine blanke Kopie, nein, gar nicht. Das ist einfach nur Gänsehaut. Gänsehaut. Ja. Gut, ich hätte noch bestimmt 20, nee Quatsch, 10. Ja, 10 Platten hätte ich noch zur Auswahl gehabt, die ich euch heute noch mit vorstellen können, aber die Zeit ist lang. Und eine zweite Sendung werde ich darüber, glaube ich, nicht machen, weil ich bin eh schon im Verzug, es ist März und die nächste Sendung beschäftigt sich mit Neuanschaffungen. Demzufolge seht's mir nach und wenn ihr Bock habt, dann schreibt auch bitte was in die Kommentare runter zu den Platten oder zu irgendwelchen anderen Themen. Keine Ahnung, schreibt mir irgendwas, wenn ihr mal Tipps habt, die noch 21 rausgekommen sind, wo ihr sagt, boah, ey, das Ding, das war einfach nur phänomenal. Schreibt mir das, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, haust rein, bis hoffentlich demnächst. Macht es gut. Tschüssen.